Montagmorgen. Wir haben Montagmorgen. Mittlerweile jetzt gleich, ja, jetzt haben wir 10 vor 5. Ja, wie letzte Woche schon angekündigt, habe ich es ja diese Woche etwas eilig. Also ich habe einen ziemlich straffen Zeitplan. Ich bin heute Morgen extra früh angefangen, also 11:45 aufgestanden. Dann war ich kurz nach 1 war ich auf der Arbeit. Kurz vor 2 bin ich losgefahren. Hätte auch alles wunderbar funktioniert. Also mein Navi sagt, normalerweise wäre ich um 7.30 Uhr da gewesen, mit Pause. Also bei meinem ersten Kunden in Kirchheim am Neckar. Jetzt sagt er 7.50 Uhr, ich brauche noch 10 Minuten Pause, damit ich eine volle Pause habe. Es gibt aber einen kleinen Haken an der ganzen Sache. Und dieser Haken sieht so aus. Seit geraumer Zeit zeigt er mir an, Abgasnachbehandlung gestört. So, wenn man das dann annimmt, dann sagt er, Fahrzeug anhalten, Motor abstellen, Service verständigen. Das ist natürlich um so eine Uhrzeit perfekt. Jetzt hat mein Bester hier 547.000 Kilometer gelaufen. Ich vermute zu wissen, woran das liegt, was er hier mir anzeigt. Und zwar ist Actros dafür bekannt, dass bei 500.000, 550.000 ungefähr die Dieselpartikelfilter ihren Geist aufgeben. Wenn das doch bekannt ist, warum kann man denn nicht in dieser Anzeige hier vorher so eine Warnmeldung machen? So von wegen Dieselpartikelfüllstand erhöht, zum Beispiel so wie jetzt. Weil er zeigt nämlich auch dieses an, seit ungefähr 30 Kilometern Dieselpartikelfüllstand erhöht. Das kann man doch vorher anzeigen. Dann haut er mir nicht eine rote Fehlermeldung rein und zwingt mich nicht in die Werkstatt. Jetzt stehe ich in Gießen, ich habe ja gerade getankt, hier in Gießen direkt an diesem Autohof. Ist ein Mercedes-Service, der natürlich noch zu ist. Die machen natürlich alle erst um 8 Uhr auf. Ich habe schon mal eine Panne gehabt und habe bei dem gestanden. Da musste ich ja von ihm aus einen Servicewagen bestellen, der dann da hingekommen ist und mich da repariert hat. Das wäre jetzt wieder genauso. Ich weiß nicht. So musst du Montag nicht anfangen. Ehrlich nicht. Also, das geht mir auch schwer um Keks. Wie gesagt, ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe einen möglichst straffen Zeitplan. Ich musste meine drei Kunden schaffen, Kirchheim, Neuenstein und hier diesen Container von dieser Bundeswehr wegholen, damit ich dann so weit wie möglich zurückkomme, damit ich morgen früh wieder am Platz stehe und den Auflieger wechseln kann. Das sieht natürlich jetzt alles ganz schlecht aus. Natürlich sind auf die IBCs für Schwandorf ist natürlich diesmal ein Fixtermin drauf, das muss Mittwochmorgen da sein. Ich werde jetzt erstmal meinen Chef wecken und mal gucken, was der sagt. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Bis später. Es hat eigentlich aufgehört zu regnen. Nein, nein. Also mein LKW leuchtet immer noch wie ein Christbaum. Er zeigt alles noch an. Ich bin aber bei Heilbronn bei Mercedes gewesen. Hab da kurz gucken lassen. Die haben den jetzt nicht ausgelesen. Also man sagte mir, das was ich schon vermutet habe, dass es am Partikelfilter oder am NOx-Sensor liegt. Zu 99% liegt das immer am NOx-Sensor. Und der Partikelfilter sitzt deswegen voll, weil der NOx-Sensor nicht angesteuert hat. Nehmen Sie die Ausfahrt 35 Richtung Bad Rappenau. Ja, also hat er sich nicht frei brennen können. Bei den neueren LKWs ist es ja so, die Partikelfilter brennen sich selber frei. Wenn der aber der NOx-Sensor das nicht ansteuert, dann macht er das nicht und dementsprechend setzt sich der Partikelfilter dann voll. Es könnte auch sein, so wie ich vermutet habe, dass es am Partikelfilter selber liegt, dass er halt zu voll ist, dass er sich nicht mehr frei brennen kann. Aber es wäre kein Problem, damit noch nach Hause zu fahren. Der zeigt zwar an, dass man anhalten soll und einen Service rufen soll, aber das ist normal, sagte man mir. Das ist bei Actros, der soll immer sofort stehen bleiben. Ist aber ganz gut, dass ich vorbeigekommen wäre und mal nachgucken lassen habe. Lieber fragen, bevor ich was kaputt mache. Naja. Jetzt sieht es so aus, ich hole jetzt diesen Container noch ab, das ist mein letzter Kunde. Dann kann ich noch eine Stunde fahren, dann mache ich Feierabend, fahre über Nacht dann zurück nach Dortmund. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt
Ausfahrt 35. Und dann werde ich wohl morgen mit Mike seinem 1838 fahren, also dem Big Space Actros. Und da bin ich schon erfahren, weil die Reparatur dauert ja dann doch schon den ganzen Tag. Und ich muss ja morgen früh, wenn ich komme, sofort wieder los. Deswegen muss ich dann morgen mal tauschen. Das ist nicht ganz so schlimm. Für ein, zwei Tage geht das. Wenn Mike denn sein Auto hergibt. Ansonsten müsste ich den 55 nehmen. Das würde ich natürlich sehr ungern machen. Aber für zwei Tage geht auch das. Hauptsache, die Touren werden geschafft und mein LKW wird wieder heile. Das ist ganz wichtig. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt zu diesem Bundeswehrdepot und hole mir da diesen Shelter, Container, was auch immer ab. Dafür muss ein Abschleppdienst kommen. Die haben dann nämlich keinen Stapler oder keinen Kran. Dieser Abschleppdienst kommt und hebt mir mit dem Kran diesen Container hinten auf. Ich gucke mal, ob ich das filmen kann, aber ich glaube eher nicht, weil es ein Bundeswehrdepot ist. Da ist so mal Kameras und sowas verboten. Da darf man ja meistens selber noch nicht mal hingucken, geschweige denn filmen. Wir werden es sehen. Ansonsten sehen wir uns gleich beim Feierabend nochmal. Ja, also ich wäre bereit. Dach ist auf. Seite ist auf. Und ich kriege einen von den drei Containern an den hinteren. Der einzige, der noch nicht da ist, ist der Kran. Der mir versprochen hat, dass er kurz vor 11 hier ist. Wir haben jetzt 11:45 und es ist kein Kran in Sicht. Das ist sowieso eine ganz komische Angelegenheit. Der Container wiegt 900 Kilo. Die haben hier einen 3,5 Tonnen Stapler. Die könnten wir mit dem Stapler hier schön von der Seite aus aufheben. Und der Container ist von denen hier, aber die dürfen den nicht verladen. Das ist deutsche Bürokratie, da machst du nichts. Jetzt hat mein Chef angerufen und gesagt, ich sage, ich bin bereit, ich könnte ja laden, wenn ich wollte, nur der Kran ist nicht da. Jetzt hat er gesagt, ja, jetzt ist das ein Abschleppdienst. Also da kommt ein Abschleppdienst mit seinem Autokran, also der mit so einer Plattform, wo er Autos mitladen kann und lädt mir den Container auf. Der kommt wahrscheinlich nicht hier oben drüber. Also muss er da hinten durch. Das heißt, ich müsste noch ein bisschen vorfahren. Aber er muss kommen. Bitte jetzt. Ich möchte nämlich gerne Feierabend machen. Ich kann von hier aus jetzt noch gute anderthalb Stunden fahren. Dann suche ich mir einen schönen Rastplatz oder einen schönen Autohof. Ich glaube, heute ist mein Autohof. Ich muss da duschen und so. Und dann würde ich ja gerne Feierabend machen. Wenn er nicht erst um 3 Uhr kommt. Wir lassen uns mal überraschen. We'll be right back.
hat ja geklappt. Obwohl ich ein bisschen Angst hatte, dass das Ding noch im Schädel fällt. Aber dann wäre eh vorbei gewesen. Alles verzurrt. Einen oben drüber. Matten drunter. Von der Seite kann ich nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Jetzt reicht's auch. Morgen kurz vorm Platz. Ich habe Glück gehabt. Mein Maschinchen läuft noch. Ich glaube, er hat nur noch 75% Leistung. Er ist so gut wie leer. Ne? Da sind nur diese 900 Kilo, dieses komische, hässliche Container-Ding drauf. Aber er ist gut gelaufen. Man merkt das so ein bisschen mal bergauf, dass er nicht so vernünftig ziehen möchte, wie er sollte. Aber er hat es bis Dortmund geschafft. Das ist ganz gut. Ja, ich muss jetzt wechseln. Mike hat sein Auto bereitgestellt mit meinem neuen Auflieger. Ich kann heute das erste Mal meinen neuen Auflieger mitnehmen. Zwar nicht mit meiner Zugmaschine, aber man kann ja auch nicht alles haben. Ne? Nein. Meiner ist halt krank, der muss halt mal repariert werden, damit er vernünftig nächste Woche wieder vernünftig läuft. Gestern bin ich doch bis Bensheim gefahren, Autohof Bensheim. Die haben so umgebaut über eine Zeit lang. Jetzt, ich bin da damals schon mal gewesen, da waren sie gerade mitten in der Umbauphase, da hatten sie da irgendwie nur 5 Parkplätze. Jetzt haben wir das Restaurant da weggemacht, jetzt ist da so ein KFC und Pizza Hut. Was ich beides nicht mag. KFC bin ich noch nie ein Freund von gewesen, alleine der Preise wegen schon. Ja, und Pizza Hut, da muss man über Preise ja nicht reden. Und für mich hat Pizza Hut nichts mit Pizza zu tun. Eine Pizza muss vom Italiener sein, aus einer Pizzeria. Nur dann ist es eine Pizza. Und ich, das war es, die da anliegen. Da hätte es auch noch so ein Japaner um die Ecke gegeben. Aber mein Kühlschrank war gefüllt. Also konnte ich mich selbst zufrieden. In Bensheim habe ich gestern noch den Marcel Riesel, ne? Ich habe es ja aufgeschrieben. Ja, Marcel G. aus Duisburg aus Düsseldorf getroffen. Der fährt für von Duisburg. Da müssen sich zwei Pottler, Mann, ich bin noch nicht ganz wahr, zwei Pottler auswärtig treffen, um sich mal unterhalten zu können. Er sagte mir, er ist Abonnent der ersten Stunde. Vielen Dank dafür. Und hat sich gefreut, mich mal zu sehen. Ich habe mich auch gefreut. Wir haben uns jetzt unterhalten. Noch ein junger Fahrer, fährt noch nicht so lange. Hat aber auch riesig Spaß an dem Beruf. Und ist da angekommen. Ich stand in der ersten Reihe. Ich habe den schon kommen sehen. Und dann kam er zum LKW. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Ja, heute ist nur Fahren angesagt. Ne? Also wie gesagt, ich tausche jetzt gleich den LKW. Der andere ist vorgeladen. Nach Schwandorf schaffe ich es heute nicht mehr, waren ja 270 Kilometer vom Bensheim aus hier hin. Außerdem muss ich noch den ganzen Kram umräumen. Ich habe alles eingepackt heute Morgen um 2:30 schon. Alles schon zusammengepackt. Dass ich gleich noch umbauen muss. Also umräumen muss, nicht umbauen muss. Und dann mache ich mich auf dem Weg in Richtung Schwandorf. Das heißt, ich bin jetzt gleich 3,5 Stunden gefahren oder so. Ja, 3,5. Das heißt, ich kann auch 5,5. Und in 5,5 schaffe ich es nicht mit Schwandorf. Auch in 6,5 nicht, wenn ich eine 10er Lenkzeit machen würde. Deswegen machen wir den morgen früh. Aber so kann ich so nah wie möglich schon mal daran fahren. Ich vermute auch, ich weiß, bis wohin ich komme oder wo ich stehen bleibe. Aber das stellt sich nachher raus. Ja, das heißt, jetzt fix zum Platz, fix umräumen, fix wieder los und dann sehen wir uns nachher wieder. Ja, immer noch Dienstag und wie schon angekündigt, in ungewohnter Umgebung unterwegs. Obwohl unbewohnt ein bisschen milder ausgedrückt ist. Es ist so, es ist ein schönes Auto. Ne? Also es ist ein Big Space, hier ist Platz ohne Ende drin, ist sogar eine Homeline-Ausstattung. Das heißt, er hat überall so ein bisschen Wurzelholz, Lederlenkrad und so schicke Lederarmlehnen. Aber es gibt da so ein, zwei Punkte, die mir nicht so gefallen. Heute Morgen musste ein bisschen schnell gehen. Ich bin auf den Platz angekommen und dann
muss man ja umräumen. Ich brauchte mein Bettzeug, meine Kameras, meine persönlichen Sachen und. Bis das mal alles rübergeräumt ist. Und man muss ja fünfmal überlegen, ob man denn jetzt auch nicht was vergessen hat. Weil ich bin ja schließlich 3 Tage mit dem Auto unterwegs. Ist nicht so, dass ich morgen wieder da bin. Dann wäre das nicht so schlimm, wenn ich dann irgendeine Kleinigkeit vergesse. Aber ich glaube, ich habe alles. Ja, der hat nur ein Bett. Da oben, das ist Gepäcknetz. Das ist also für eine Einmannbesatzung. Obwohl mein Sohnemann, der würde da oben noch reinpassen. Der würde da, glaube ich, sogar gerne oben drin liegen. Mal fragen. Ich mag den neuen, nämlich den für den Fernverkehr. Nein. Ja, es gibt so 2 kleine Haken an dem Auto. Und zwar, erstmal ist das ein 1838, hatte ich ja schon erwähnt, 380 PS, die sich auch bemerkbar machen. Also, ich habe nur 14 Tonnen drauf, aber sobald ein Berg ein bisschen steiler wird, geht er direkt in die Knie. Ich meine, meiner hat auch nur 430 PS. Aber der hat wesentlich mehr Durchzug als der hier. Und dazu kommt noch, dass er bei 85 abgeriegelt ist. Jetzt werden die Pkw-Fahrer unter euch sagen, also die Nicht-Lkw-Fahrer unter euch sagen, was hat er denn? Er darf doch eh nur 80 fahren, was regt er sich denn über 85 auf? Die Lkw-Fahrer unter euch wissen, was ich meine. Zum Beispiel, beste Beispiel jetzt, ich habe so einen Aral-Lkw vor mir, die dürfen nur Punkt 80 fahren, auf der Landstraße nur Punkt 60 ist Anweisung, mehr dürfen die nicht, sonst zahlen die Strafen bei ihrer Firma. Und wenn ich da anfangen will, den zu überholen, na, das dauert eine halbe Ewigkeit. Wenn dann von hinten noch einer angeflogen kommt, der schneller ist wie ich, der wird mich dann am liebsten steinigen, weil ich halt an dem nicht so schnell vorbeikomme, wie er das gerne hätte. Da sind diese 5 km/h schon wichtig. Ich fahre auch nicht 80. Ich fahre 88 auf der Autobahn, das machen sie aber alle. Viele fahren auch 90. Die 90 fahre ich nicht, ich fahre 88. Und naja. Das ist so halt, ne, man wird von alles überholt, was man sonst eigentlich hinter sich hat. Das ist schon so ein bisschen deprimierend. Aber nein, das geht. Alles ganz gut. Alles im Allen bin ich ja zufrieden. Das ist ja, also, der ist sehr gepflegt. Ne? Da muss man Maike auch mal Lob aussprechen. Maike pflegt seine Autos immer. Also wenn er einen festen Wagen hat, dann pflegt er die immer. Er hatte vorher den 55, hat er auch komplett sauber gemacht. Ich habe ihm auch versprochen, den ohne Macken und sauber wiederzubringen. Und jetzt kommt gleich von irgendwo ein Stein daher oder so. Man soll den Tag immer nicht vor dem Abend loben. Aber sonst geht es eigentlich. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Ja, meine Tour erzähle ich euch nachher. Ich muss sowieso in Ahlfeld stehen bleiben. Das ist so 70 Kilometer vor Schwandorf. Mehr kann ich nicht. Da habe ich meine 10 Stunden voll. Dann zeige ich euch das gute Stück auch mal von außen. Ja, dann habe ich den gestern angerufen, habe ich den gesagt, die müssen wir raus, ne? Halbwegs. Ja. Dann habe ich den angerufen, ne? Sagt er, ja, ne? Bei dir ist er jetzt kurz vom Maximum. Ne? Ja, ich habe ja gestern 4 Liter nachgekippt. Ne? Ja. Sagt er, ja, hätte mal sagen können. Ja, ich denke, das heißt bei uns auch, unser Disponent, wenn der gut drauf ist, kommst du mit ihm klar. Wer hat schlechte Laune? Ei. Ah, da bist du. Ja, das meistens da kommt ja der Kübel. Das meistens so, ja. Außer ist der Fußball kleiner, ja, der wird. Ach, da ist doch noch ein Land. Ja, guck mal, da ist er. Du wirst wahrscheinlich die zweite Reihe reinfahren oder vor ihm. Das will ich mal nicht meinen. Ja, ich nehme die erste, ja. So, geschafft. Ahlfeld, Feierabend an meiner Döner-Autohof. Und bin ich alleine hier. Und zwar schon schön, oder? Der Carlo ist hier. Wir haben uns schon mal getroffen, das ist zwar, boah, ist schon 2 Jahre her oder so, ne? Ja. Vor 2 Jahren auch schon mal am Autohof getroffen, er hat mich vorhin angerufen, gefragt, wie es mir geht und dann haben wir bemerkt, dass wir nur, da waren es noch 100 Kilometer auseinander. Und, ja. Carlo musste warten, er musste mal was hinterhergebracht werden. Zwangsstopp. Ja, Zwangsstopp. Und dann haben wir uns praktisch hier auf der A6, auf der A3 haben wir uns so getroffen, ne? Ja. Genau, auf der A3 noch getroffen. Da bin ich auf Standstreiche entlang geschlichen, ne, damit du mit deinem hinterherkommst. Ja, damit ich mit meinen 380 PS überhaupt hinterherkomme. Weil das hier ist ja natürlich, ne, sehr edel. Ein S500. Ich bin da gerade mal drin gewesen. Ich muss mit meinem Chef sprechen, der muss bei Mercedes anrufen. Da steht's. Da steht's. Schönes Maschinchen. Das ist schönes Maschinchen. Ich bin da gerade drin gewesen. Ich muss meinen Chef gleich mal anrufen, der soll bei Mercedes anrufen.
und soll den Actros abbestellen. Genau. Da soll man mit Skalner telefonieren. Ich sag's gleich, Wartezeit ein Jahr zurzeit. Okay, dann nicht, dann nehme ich erstmal den Actros. Fahr lieber deinen erstmal ein Jahr. Ne? Ja. Wir stellen gleichzeitig den. Ja. Und dann können wir den abgeben. Den genau. Ich habe noch einen Fernfahrer gefunden. Ja, der Carlo muss jetzt weiter, der hat mit mir einen Kaffee getrunken. Ich gehe jetzt hier was essen, dann duschen, dann schlafen und dann geht es morgen früh weiter. Ich sage schon mal Tschüss und Carlo fährt ab. Genau. Ich wünsche euch auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ja, bye, bye. Bye, das ist schon edel. Jetzt will ich auch in Scania. Aber wirklich schön, auch von innen und so. Perfekte Ausstattung und so. Das gefiel mir schon gut. Ja, ich bin damit unterwegs hier. Ich habe euch dann ja schon mal gezeigt. So ein kurz vorbeilaufen. Ne, 1838. Zur Sicherheit hat man die Bezeichnung schon mal weggemacht, damit das keiner sieht. Damit es nicht so peinlich ist. Nein, er läuft ja gut, wenn er nicht voll ist. Ja, und mein Auflieger, ne? Meine, ja. Der ist eigentlich fertig. Hier Batteriekasten ist jetzt drunter. Mirko, unser Fahrzeugbauer, hat den schön alles selbst gemacht. Hier Träger alle selber gemacht, Halterungen und so. Wunderbar. Hebebühne funktioniert auch einwandfrei, alles ausprobiert. Ja, schön. Jetzt fehlt nur noch das passende Vorderteil. Und dann ist der Sascha wieder glücklich. Ach so, ich wollte euch den ja von innen mal zeigen. Die schicke Homeline-Ausstattung. Also vom Platz her ist das natürlich wunderbar, ne? Wenn man vorher nur den Stream Space und dann als LS hatte, dann ist das hier schon was Feines. Aber war ja bei dem Leihwagen auch schon so. Das macht sich bemerkbar. Das sind nur 20 cm. Aber 20 cm machen eine Menge aus. Kann jede Frau bestätigen. Ja, Homeline, ne? Da steht's, Homeline. Und hier sieht man Wurzelholz-Applikation. Hier auch. Schon schön. Also, ne? Und hier die Armabstützlehne. Ich weiß nicht wofür, weil sowieso eine Armlehne am Sitz ist. Aber es ist eher Zierde. So. Ich gehe jetzt was essen, dann mache ich mich bettfertig, dann gehe ich schlafen. Wir haben zwar erst 4 Uhr, aber bin ja heute Morgen auch schon wieder beim Nähen aufgestanden, kurz nach 2. Also habe ich auch jegliche Berechtigung, jetzt ins Bett zu gehen. Wir sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Mittwochmorgen. Hallo. Schwandorf abgeladen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Roding, kurz vor Roding. Und
heute fahren wir mal Kieslastermethode. Kieslastermethode ist, wenn man nicht so genau weiß, wo die Steinbrüche sind. Also ich muss jetzt in so ein Schotterwerk hier in Roding, und wenn man nicht so genau weiß, wo die Steinbrüche oder Schotterwerke sind, also wenn das im Navi nicht angezeigt wird oder man das, wenn es denn so ist, in Google Maps nicht findet, dann stellt man sich irgendwo in der Ecke und wartet auf so einen Kieslaster, der hier durch die Gegend ballert, und dem fährt man einfach hinterher. Der wird da schon hinfahren, denke ich mal. Schlecht ist es, wenn er ein anderes Kieswerk will und immer mal abbiegt und dann falsch hinterher fährt. Da gibt es dann eine zweite Methode, und zwar die Straßendreckmethode. Wenn es so Winter ist oder wenn es viel regnet, kann man auch so ein bisschen in die Nähe fahren, und dann muss man darauf achten, wenn die Straße besonders dreckig wird, wenn jetzt nicht gerade die Bauern unterwegs sind, und dann orientiert man sich an dem Dreck auf der Straße und fährt dem hinterher. Da darf man sich auch nicht vertun. Also wenn es immer mehr Dreck wird, ist die richtige Richtung. Wenn es immer weniger Dreck wird, dann ist man entweder vorbei oder es ist die falsche Richtung. Aber der Kieslaster gibt ganz schön Stoff, aber der ist auch leer. Ich komme ja natürlich die Berge nicht hoch mit meinen 380 PS. Obwohl jetzt, wo die 12 Tonnen Schwandorf runter sind, geht's. Also ne, es ist ganz in Ordnung. Jetzt lässt er sich ganz gut fahren. Ist natürlich eine ganze Ecke Landstraße hier, die ich gleich wieder zurück muss zur Autobahn. Dann muss ich mich zurück zur A93, A6, und dann fahre ich hinten nach Lichtenfels hoch. Von hier aus nach Lichtenfels ist eine ganz schöne Ecke. Aber das kriegen wir schon hin. Ich glaube, über die 73 fahre ich nach Lichtenfels oder so. Ich weiß nicht so genau, sehe ich gleich. Hier kriegen wir nur einen Reifen, einen 29,5er. Mal eben überlegen, ob ich den hinstelle oder hinlege. Eigentlich kann ich ihn hinlegen, weil wenn ich nachher im Kieselbach bin, der ist so gut und legt mir den um. Dann kann ich nämlich Kieselbach alles vorne reinpacken, der hat nicht so viel. So, 700 Meter grob links. Die Grub 2. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich bin da schon mal gewesen, aber ich nicht sicher, wie er aussieht. Ja, das ist natürlich noch einfacher, ne? Wenn man da gerade nicht... Nach 300 Metern biegen Sie links ab. Ich fahre hier rein. Oh, den Grub 2, das sieht gut aus. So. Jetzt fahre ich mal hier auf dem Platz. Hier sieht es ganz gut aus. Ich glaube, ganz so richtig bin ich hier nicht. Ah, wäre ich dem Dumper doch mal hinterher gefahren. Hier oben ist nur das Fahrerlager für die Kieslasterfahrer. Ich muss irgendwie, er sagt sie hier links und dann wieder links dann, oder rechts irgendwie. Doch so, wie sie sagt, ne? Doch so, wie sie sagt. Biegen Sie links ab. Durchfahrt für über 20 Tonnen verboten. Aber was soll ich machen? Ich wiege ja noch keine 20 Tonnen. Also wird das noch gehen. Ich sag, hier unten ist die Werkstatt, hier müsste ich hin. Na, denen geht's gut hier. Das ist kein schlechtes Anwesen, muss man ja mal sagen. So, und das hier wird. Okay. Ah, das sieht ganz gut aus. Da hinten steht so ein Dumper rum. Dem fehlt mit Sicherheit ein Reifen. Fahren wir mal hinten rum. Zackalacka. Oh.
steht er mir natürlich im Weg. Naja, ich klappe an den Reifen und dann sehen wir uns gleich wieder. Feierabend in Homberg-Efze. Hier geht gerade die Sonne unter. Schon schön, oder? Hier ist auch voll. Ich stehe hier Homberg-Efze auf dem Autohof, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht brauche. Ich war einkaufen, ich bin gut versorgt, hier ist auch ein Kühlschrank drin. Der ist eigentlich voll, aber es war natürlich nichts anderes mehr zu kriegen. Ich bin um 7 Uhr, wenn es kurz nach 8. Um 7 Uhr bin ich angekommen. Ja, also alles was nach 17.30 Uhr ist, da braucht man eigentlich in A7 keine Parkplätze mehr suchen, da findet man sowieso nichts. Ich bin 2 Parkplätze gewesen, ich war sogar Kirchheimer Dreieck da auf dem Autohof, der war auch brechend voll. Naja, blieb nichts anderes übrig, als die 16 Euro hier für diesen Autohof zu blechen, damit ich irgendwo parken kann. Und ich brauchte das gar nicht. Jetzt hätte ich morgen, ich habe, ich glaube, 10 Euro, ja gut, 10 Euro Verzehrgutschein. Den werde ich morgen in Frühstück umsetzen. Einen großen Kaffee und ein Brötchen, dann war es das ja, glaube ich, schon. Ich weiß es nicht. Ja, Auto ist dreiviertel voll mit Reifen. Ich muss morgen früh um 8 Uhr in Dortmund am Flughafen sein. Da muss ich eben 2 Paletten laden. Die bringe ich da hier nach Schenker in die Warmband, Kaltwald, Warmband, wie auch immer diese Straße heißt, da Schenker. Dann nach Olli Reifen abladen. Ja, und dann ist Donnerstag Vormittag. Bin ja gespannt, wie es dann weitergeht. Freitag bestimmt Nahverkehr. Am Morgen bestimmt Hofdienst, das Übliche halt. Ja, mein LKW ist auch wieder fertig, der war ganz fertig, da war dieser Partikelfilter war halt verdreckt. Da haben sie die Kartusche gewechselt und irgendeine Düse gespült, die war auch verstopft, danach ging es wieder. Er läuft wieder, das heißt, ich kann morgen wieder tauschen. Obwohl ich mir schon überlegt habe, mit Mike so lange zu tauschen, bis der Neue dann endlich mal kommt, weil hier ist wesentlich mehr Platz drin. Aber dann gerade an der Kassel am Wehrgang haben sich 380 PS wieder bemerkbar gemacht, dann habe ich die Idee ganz schnell wieder verworfen. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Ja, die ganzen Sachen hier wieder rein, den ganzen BVB-Kram. Die beiden Schilder, hier ist ja hier, das BVB-Maskottchen und schwarz-gelbe Würfel und hast du nicht gesehen. Das kommt alles wieder in eine Scheibe, damit er seinen LKW unverändert wiederkriegt. Meiner ist kein gefahren, meiner ist keiner gefahren. Nein, meinen ist keiner gefahren, so war es. Der stand die ganze Zeit auf dem Hof. Also will er noch so aussehen, wie ich ihn abgegeben habe. Das sehen wir dann morgen. Und alles Weitere sehen wir auch morgen. Bis morgen. Fliege, ne? So, Mann, flieg doch einfach raus. Ja, genau, da bleib auch. Willkommen in Dortmund. Ja, zurück in Dortmund. Meine 2 Kunden habe ich auch schon gemacht. Also hier die 2 Paletten an der einen Stelle abgeholt und 6 Kilometer weiter wieder weggebracht. Das hätte auch mal eben mit dem Stapler machen können, also ehrlich. Jetzt bin ich bei Olli, da muss ich meine Reifen abladen und ein bisschen was Neues laden.
ist der Pflasterer hier immer noch zugange. Also ich sage bewusst der Pflasterer. Wer meine Videos kennt, der weiß ganz genau, dass oben bei Olli und unten bei Ari komplett der Platz gepflastert ist. Und da ist nur ein Pflasterer, der das macht. Jetzt sind sie irgendwie oben bei Olli zugange. Das heißt, wir müssen jetzt rückwärts auf den Platz. Ah, Olli hält schon Straße frei. Christian auch. Hier ist ja mal los. Jetzt müssen wir nämlich rückwärts bei Olli drauf, damit wir abladen und neu laden können. Das ist alles Kacke. Das geht auch alles viel zu langsam. Ich bin wieder hier in meinem Revier. LKW erfolgreich zurückgetauscht. Diese Umpackerei, ne? Meinen ganzen Kram wieder zurückpacken. Ich habe es jetzt so einigermaßen alles wieder eingeräumt, da wo es hingehört. Schon was Schönes, wieder in seinem LKW zu sitzen. Ne? Ich meine, andere ist zwar ein bisschen größer und so, aber hier ist wesentlich gemütlicher. Hier kenne ich mich aus. Übrigens Revier. Ich bin im Nahverkehr unterwegs. Eine schöne Ruhrpottrutsche mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Kunden, glaube ich. So ein bisschen das Übliche. Also ich fange jetzt an in Nettetal, dann geht es runter nach Mönchengladbach, da habe ich 2 Kunden, dann habe ich eine Abholung in Langenfeld und dann nochmal 2 Auslieferer in Solingen und Wuppertal. Ja, was will man machen? Nur hoffen, dass das Ruhrgebiet sich heute nicht so überfüllt. Aber wir haben Freitag. Wir werden sehen. Das Übliche halt. Ne? Wie gesagt, ein bisschen Baustoffe, ein bisschen unaussprechliche Ware, MSG. Und in Langenfeld habe ich eine Abholung. Liebevoll Badewanne von meinem Disponenten genannt. Also 7,30 Meter lang und 1,20 Meter breit. Das ist schon eine schicke Badewanne, würde ich sagen. Ja, für einen Freitag nicht schön, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich muss so zusehen, dass ich einigermaßen früh am Hof zurück bin, damit ich meinen Auflieger hier vorgeladen kriege für Montag. Jetzt habe ich meinen neuen Auflieger, jetzt möchte ich ihn natürlich auch hinterbehalten. Deswegen geben wir heute mal ein bisschen Gas. Ich kann, das ist kein Problem, oder? Ja.
der Weg. Ja, nee, ist klar, Fritz, Badewanne. So eine Badewanne hättest du gerne, 7,30 Meter lang, 1,20 Meter breit. Zudem ist das ein Beizbecken, da kannst du dich ja mal reinlegen zum Baden, dann bist du vorhin tief rein, dann kannst du rausgehen. Ja, zum Glück klappt das ein bisschen eher. Auf- und Abholschein steht zwischen 13 und 17 Uhr. Ich konnte allerdings schon um 12 kommen, sonst hätte ich eine Stunde doof rumgestanden. Oder ich hätte Solingen zuerst machen müssen, dann zurück hier nach Langenfeld. Und dann nach Wuppertal, obwohl Langenfeld und Solingen keine Entfernung ist. Ich weiß nicht, wie weit habe ich zum nächsten? Wupppapiere. Hä? Hä? Ach, oh, Linkrad. Hier. Schauen wir mal. Solingen. Schwertstraße. Wie soll es auch anders sein? Ich hätte nichts anderes erwartet. A43, kurz vor zu Hause, Stau. Es war auch ein katastrophaler Tag heute. Ne? Ich habe einen neuen Kunden, den ich mir auf jeden Fall merken werde, der unter die Kategorie Kackkunden gerät. Also zumindest was die Anlieferung mit Sattel angeht. Und zwar ist das Bauen und Leben Hohenkirchener Straße in Mönchengladbach. Also da fährt man mit dem Sattel nicht hin. Ich bin da zwar reingekommen und auch wieder rausgekommen, aber auch nur mit Hängen und Würgen. Der ist an der Hohenkirchener Straße. Da ist wieder keine Kamera, da ist wieder so ein Verkehrszähler. Da haben sie überall als mobile Kamera gemeldet. Er ist an der Odenkirchener Straße, der hat aber eine Hofeinfahrt von 3,60 Meter. Das heißt, hier kommst du mit dem Sattel nicht rein. Dann bin ich da reingelatscht. Der hat zwei Paletten Farbe gekriegt von mir. Ich bin da reingelatscht, hab dann gesagt, hier kommen wir nicht durch und so. Er sagt, da soll ich hinten rumfahren. Leute, da bin ich da hinten rumgefahren. Er sagt zu mir rechts. Die Ausfahrt 17 A40 Richtung Dortmund. Und die nächste Straße wieder rechts. Katastrophal. Wäre ich da nicht so im Stress gewesen, hätte ich die Kamera rausgeholt. Aber ich musste da, das war eine Anwohnerstraße, wo sie rechts und links parken. Dann parken sie vorne in der Kurve, wo man um die Kurve muss. Das hat auf einen Zentimeter gepasst. Und dann die Hofeinfahrt. Oh, dann haben die noch Dämmmaterial gekriegt, was sie mitten auf dem Hof gestellt haben. Was sie dann erstmal von rechts nach links räumen mussten, damit ich da auf dem Hof überhaupt drehen konnte. Und hin und her. Und dann sagt man mir, warum schiebt man nicht denn mit dem Sattel hier hin? Ich habe doch gesagt, ich stehe mit dem Sattel da vorne vor, ich komme da nicht durch. Ich habe ja eine Hebebühne, hätte die beiden Paletten auf die Hebebühne gezogen und die da hinten in den Hof reingezogen, das wäre wesentlich weniger nervig gewesen. Ei, das ist ja, also den merke ich mir. Das brauche ich nur lesen, dann weiß ich ganz genau, das ist ja schon wieder Kacke. War die ganze Tour auch, ne? Das waren 8 Kunden, nicht 7. Ich hatte 3 Stück in Mönchengladbach, heute Morgen Mettetal, dann Solingen zweimal, dann, ja, wo ich hier diese Badewanne abgeholt habe, ja, und Wuppertal. Also es ist für einen verwöhnten Fernfahrer wie mich ist das nichts. Deswegen fahre ich auch diesen Nahverkehr nicht. Dann freitags, ne, dann mitten im Pott und jetzt haben wir 15.30 Uhr, ich bin auf dem Rückweg. Jetzt muss ich die Wanne noch wegbringen. Das ist zum Glück nicht so weit weg von uns, wenn ich denn da mal ankomme. Und dann zum Platz zurück und laden für nächste Woche. Ich denke nicht, dass dann auf. So, ich habe den Wochenendaufliegerblick ausgelassen. Dazu habe ich entschieden, damit die Spannung für nächste Woche größer bleibt. Ich räume auch erst nächste Woche auf. Es ist nämlich spät geworden. Ich musste noch den alten Auflieger laden. Der war nämlich schon angeladen und dann haben wir noch auf ein paar Sachen gewartet und so viel soll verraten sein. Nächste Woche geht's in den Süden.
Ich möchte die Zeit nutzen, und zwar um grußlos zu werden. Mein Schwiegervater Henju hat nämlich Geburtstag, der wird heute 65 Jahre alt. Dazu möchte ich ihm herzlich gratulieren, und zwar möchte ich ihm sagen, Cheskiego Nai Lepchego. Ich hoffe, das war richtig. Ja, alles Gute, feier schön und lass es dir gut gehen. Ich kann leider heute nicht kommen, weil ich gleich meinen Sohnemann abhole und dann ja morgen wieder zu meiner Schulung muss. Deswegen klappt das heute alles nicht, aber ich denke mal, das holen wir nach, mit Sicherheit. Ja, was bleibt noch? Es bleibt wie immer das Gleiche. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich habe nämlich jetzt Wochenende, oder fast. Und selbiges wünsche ich euch auch ein Gutes. Quatschen auf den Müll. Mann, oh Mann. Also machen wir Feierabend. Abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Natürlich die Däumchen, natürlich das Glöckchen und immer schön Trekkaulika bleiben. Nächste Woche wieder einschalten, wenn es wieder heißt Trekkaulika Germany. Die Fernfahrer-Doku. Bis dahin. Bye. Bye.